In Darkest Dungeon geht es darum, das Beste aus einer schlechten Lage zu machen. Auch der 10. Versuch wird vielleicht noch kein Erfolg. Helden werden sterben und Reisen scheitern, wenn die Welt deine Flamme zu ersticken sucht. Schöpfe neuen Mut und gib nicht auf. Kämpfe dich durch die kriechende Düsternis und stell dich deiner Angst. Und zu guter Letzt findest du Erlösung in den eisigen Tiefen von Darkest Dungeon. Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu Darkest Dungeon 2. Wir hatten Teil 1 gespielt vor so einem halben Jahr, Und nun ist Darkest Dungeon 2 raus im Early Access. Fand ich hier eine Nachricht ganz cute. Zeige ich euch einmal kurz, wenn man hier die Sprache umstellt. Geht jetzt Deutsch? Super. Dann steht hier bla bla bla. Ist Early Access, bitte verzeih uns, falls irgendwas ein bisschen doof ist. Und dann steht hier: Wir bitten für den dabei erlittenen Stressschaden um Entschuldigung. Das fand ich witzig. Fand ich sehr witzig. Ja. Darkest Dungeon, für alle Leute, die keinen Plan haben. Das ist ein Roguelike, eine Roguelike-Reise. Der zweite Teil. Und zwar, beim ersten hatte man ja ein Dorf. Und laut meinem Briefing hier, ich will ja blind rein, aber ich bekomme so ein Briefing. Da steht, dass man eher von der Kutsche aus startet. Und dass das so eine Reise ist. Man hat jetzt hier auch so ein Profil, da bin ich sehr gespannt. Gibt es anscheinend, ne, Sachen freizuschalten. Auf dieser Reise hat man Helden, die entwickeln sich weiter. Aber die haben auch Beziehungen untereinander und stressen sich übel. Mal gucken. Im Idealfall können wir die benennen. Aber jetzt erstmal ein kleines Intro. Ich liebe ja das Artwork. Das ist so richtig schön schäbig, düster, rustikal, ne? Alles ist so angeknackst und abgebrochen. Geil. Aber jetzt langsam kann auch was passieren. Ansonsten droht nämlich die Gefahr hier, dass geskippt wird. Ruin has found you at last. My protege. My friend. Our calculations were correct. The ephemeral equation is unbalanced. The earth spins on a strange and terrifying new axis. And everywhere. Alter, gibt er dem in die Fresse. Maschallah. Okay. Der Heilige Gral? Der letzte Rest der Hoffnung. Free yourself from this. Fix your gaze on the horizon. And face the fearsome truth of the darkest dungeon. Gut, das war jetzt viel um heißen Brei gelaber, hatte ich den Eindruck. Also Fee hat mir das jetzt nicht gesagt. Schließe deine Beichte ab. Leugnung. Ah, das ist ein Cutscene. Okay. Die will ich aber nicht. Muss ich? Denial must be destroyed. Muss ich jetzt fahren? Lol, mit WASD fahre ich die Kutsche? What? Und ich steuere die. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Hä, war das nicht so ein Side-Scroller? A place between places. Aha. Muss ich da draufklicken? Regret? Failure? Okay, what? Muss ich auf die. Okay, ich klicke da drauf. Jetzt wähle ich Helden aus. Was passiert hier? Krass. Okay, also bei Darkest Dungeon ist es so. Und ich hoffe, hier beim zweiten Teil ist es jetzt auch so und ich erkläre keine Scheiße. Man hat Position und auf der gegenüberliegenden Seite, dort wo die Gegner stehen in einer Reihe hintereinander, ne, so wie man selber sich aufreiht,
hat man Angriffsreichweite, sag ich mal, oder einen Angriffsradius. Das bedeutet, er hier zum Beispiel ist am stärksten mit seinen Fähigkeiten an der zweiten Position vorne, weil das der größte Kreis ist, und kann vor allem die beiden Targets, die ganz vorne stehen, auf der gegenüberliegenden gegnerischen Seite, angreifen. Das so ganz grob. Ansonsten würde ich euch bitten, schaut euch bitte mein Darkest Dungeon 1 Video an, damit ich jetzt nicht alle Basics erklären muss, weil da habe ich das sehr ausführlich gemacht und es wurde auch noch in den Kommentaren sehr gut ergänzt. So, wir haben hier auf jeden Fall die kenne ich alle vom ersten Teil. Wobei bei ihr bin ich mir nicht sicher. Doch, ich glaube auch. Okay. I guess irgendwie doppelklicken oder was? More devastating than the horrors of 100 campaigns. Wähle ich die jetzt aus, ja? Ach so, hier. Er ist ganz vorne. Okay, hier unten ist die fertige Auswahl. Dann, ja, würde ich sagen, kommt er zweites, drittes und... Der Pestdoktor, der war heftig. Der kann doch richtig vergiften, AOE-Damage machen. Okay, das ist unsere Aufstellung. Und jetzt sind wir anscheinend an einem Ort angekommen und fighten. Das Tal. What the fuck? Okay. When you are ready, this rutted roadway will finally take you home. Hier muss mal jemand das Heu wegräumen. Okay, also wir fassen mal zusammen. Es gab eine Cutscene, die hat mir nicht viel gesagt, außer, dass die Welt komplett im Ass ist, alle sich draußen prügeln und ich bitte jetzt mit der Kutsche losreiten muss und nicht mehr so faul rumhocke. Und dann muss ich ins Darkest Dungeon. Okay, wir haben hier, das ist ganz interessant, wir haben Inventar. Da ist noch nichts drin. Und wir haben unsere Kutsche. Und da können wir Kutschenverbesserungen machen. Wir haben Haustier. Und wir haben Trophäen. 12 Meilen zum Gasthof. Ey, gut, dass ich links unten sitze. Ist ja diesmal genial, ne? So, wir können hier durch die Laubhaufen fahren. Bringt uns das was? Es damaged die Kutsche, wa? Wirkte gerade so ein bisschen. Was ist das denn? Schatz des Akademikers. Ran. Gegengift. Heilsalbe. Dartscheibe. Minus ein Stress. Hohe Chance auf verbesserte Affinität. Aha. Spielkarten. Ja, man muss gucken, dass die Leute, die Gruppe untereinander klarkommen, was ich eben schon meinte. Und Affinität ist da wohl ganz förderlich. Plus 1 Gesundheit. 4 Inventarplätze. Okay, wir nehmen alles mit. Besser als nichts. So, hier kommt ab und zu eine Meldung. Kann ich die wieder benennen? Das wäre cool. Na egal. So. Ich glaube, es ist dieses Spiel, wie gesagt, ist eine Roguelike-Reise. Jetzt weiß ich auch, was sie damit meinen. Anscheinend startet man hier immer so bei Null mit seiner Kutsche, wählt seine Anfangsleute aus und reitet los. Und eine solche Reise soll angeblich laut Entwickler nie länger als 5 Stunden gehen. Und es ist halt vorausgesetzt, dass man stirbt. So, man... Früher oder später kassiert man hart. Aber es geht halt darum, mit jedem Versuch schaltet man weitere Verbesserungen für die Versuche, für die nachfolgenden Versuche, also grundlegende Verbesserungen, ne, Roguelike frei. Und dadurch wird man immer erfolgreicher. Was wollen die jetzt? Helft uns. Es liegt an uns, die Fackeln zu tragen und es ist ein weiter Weg. Okay, wir haben hier eine Begegnung, Schätze und Inventar. Mögen sich alle freundlichen Menschen im Schein unserer Fackel zusammenschließen. Wir hellen den Weg nicht für uns selbst. Nur für uns selbst. Okay, und unten haben wir jetzt... Boni? Wir kriegen Nahrung und 50 Licht, Fackel, Hoffnung. Die wollen aber Hilfe. Ja, dann mache ich mal hier diesmal. Es liegt an uns, die Fackel zu tragen und es ist ein weiter Weg. Muss gedrückt halten? Ja, gedrückt halten. In crisis, no gain is insignificant. 50 Flamme, Schimmelschleim, und
Ah, das ist so ein bisschen wie Dark, wie bei Darkest Dungeon 1. Da geht man ja durch das Dungeon selber und schlägt sich da von Raum zu Raum und muss dann immer wieder die Fackel oben erhellen, damit man keine Nachteile hat in den Kämpfen, die vor einem liegen. Und hier haben wir jetzt trübes Licht. Dadurch haben wir einen Bonus, 1 auf Gesundheit und 10% Widerstand gegen Untote, gehe ich mal von aus. Und die Feinde haben hier keine Auswirkung bei trübes Licht. 67 ist der Wert. Okay, dann nehmen wir mal alles mit. Hier sind manchmal so Overlays überlagert. Das. Oh, was hat Audrey gesagt? Naja, gut. Was heißt, wenn die ein Ausrufezeichen haben? Wir haben auf jeden Fall jetzt hier... Können wir das nutzen? Nein. Koffer? Doppelklicken geht nicht? Vielleicht muss man dafür eine Rast oder so machen. Ach so, oder... Oder ich ziehe hier was rein. Kutschenverbesserung. Ne? Mehr Inventarplätze? Nee. Okay. Erfahren wir noch. Reiten wir mal weiter. 3 Meilen bis zum Gasthof. Beim Gasthof können wir wahrscheinlich irgendwas machen. So, soll man da jetzt durchreiten oder nicht? Ich mach mal nicht. Hoppala. Ja, Steuerung ist ein bisschen holprig, aber so wie man das halt bei einer Kutsche sich vorstellt, gehe ich mal. Also ist ja kein Ferrari, ne? Gott, ist echt ein bisschen schwer zu steuern. Jetzt sind wir auf dem Friedhof. Das hat mich schon beim ersten Teil ein bisschen genervt, dass der Erzähler ein bisschen zu viel erzählt. Also auch wirres Zeug, was einem jetzt nicht so weiterbringt. Gratis. Guck mal, mit der Zeit geht die Helligkeit runter. Ich glaube, mit jeder... Hä, minus 3 Meile zum Gasthof? Wait, sind wir vorbei? Wir haben jetzt Dämmerlicht. Dadurch haben Feinde 20% Chance auf feindlichen Kampfvorteil. Was ist denn jetzt hier mit Meilen zum Gasthof? Kann ich umdrehen? Nee, ne? Und jetzt dagegen? Und der erste Fight. Alles klar. Also. Oh, das ist ein bisschen simpler alles so, ne? Normalerweise hatte man hier jetzt bei mir zum Beispiel noch ultra viel Stats und so weiter. Die würden mich trotzdem aber interessieren. Grafik sieht viel besser aus. Viel bessere Animation. Okay. Also, wir wollen die vordere Reihe angreifen. Da würde ich sagen, machen wir mal einen boshaften Schnitt. Ah, wenn ich drüber habe, sehe ich auch, was die so können. Das sind verlorene Seelen, haben 13 Leben, sind untot. Und links stehen, glaube ich, die Resistenzen gegen Blut, Gift, Brennen und Betäuben. Bewegung 10... Das ist wahrscheinlich, wie schnell sie dran sind. So eine Art, Intuition oder so. Das sind ja immer diese Werte bei so rundenbasierten Spielen. Wer da als erstes dran darf. Und SCHW vielleicht Schwäche oder so? Keine Ahnung. Okay, Abfahrt, boshafter Schnitt. Oben sieht man die Reihenfolge, wann wer dran ist. Als nächstes ist der vordere dann. Dann wäre es ja gut, ihn zu zerschmettern. Wie viel Schaden macht denn das? 4 bis 8. Wenn es gut läuft, ist er tot. Er hat ein Leben. Scheiße. Na gut. Nee, der Pest... Ach so, rechts. Ich dachte, links ist vorderster. Von der Reihenfolge, von links nach rechts. Aber es ist von rechts nach links. Ah, hier waren Tipps. Lol, das waren Tipps. Okay, die Flamme. In der Kutsche befindet sich die Flamme, der letzte Hoffnungsquell der Welt. Sie lässt auf der Fahrt allmählich nach, kann aber durch bestimmte Aktionen wieder gestärkt werden. Je trüber das Licht, desto schwieriger wird es für die Gruppe. Lasse die Flamme niemals erlöschen, dann hat man anscheinend verloren. Okay, also Giftschlag. Todesstoß. RIP. So, dann Hacke ins Gesicht. Ah, okay, wenn ich über die Fähigkeiten habe, ich zeig's euch mal, sieht man da schon ein bisschen Effekte. Den Schaden, wie viel es crittet, ob es Rüstung ignoriert. Okay, und das vergiftet 2. Wenn hier so die Punkte, ich schieb mich mal wieder ins Bild. Wenn dort drüben, ich schieb mich mal rüber,
wenn diese Punkte hier verbunden sind mit einem Strich, dann bedeutet das, das ist ein AOE-Angriff und trifft beide Ziele. Aber ist dadurch wahrscheinlich, ja, 2 bis 3 Schaden macht weniger. Okay, wir machen die Hacke ins Gesicht. 5 Schaden. So, jetzt müssen wir Damage über uns ergehen lassen. Zubeißen. 3 Schaden, okay. Round 2, okay. Giftschlag. Ach ja, genau. Und Leichen versperren den Weg für Nahkämpfer. Da war, glaube ich, was. Gucken wir mal. Also auf jeden Fall kann ich das auch anvisieren. +1 Meisterschaft. Relikte. Okay. Jetzt bin ich trotzdem ein bisschen irritiert. Wir sind am Gasthaus offensichtlich vorbeigefahren. Stoße bis zum Gasthof vor. Dort wirst du neue Kraft finden. Ja, scheiße. Digga, ich bin vorbei. Kann ich... Nee, davon ist doch was. -5 zum Gasthof. Kann sein, dass Buggy ist. Das ist aus dem Menü und aus dem Trailer. Ist das das Darkest Dungeon, wo man hin möchte? Das ist der Gasthof. Der Gasthof ist ein wenig heruntergekommen, aber dennoch vertraut. Die Freundschaft zwischen Dismas und Audrey wächst. Die Freundschaft zwischen Baristan und Dismas wächst. Die Gruppe hat den Gasthof Fackel und Krone erreicht. Geilo. Reisebericht. Die Abscheu flüstert. Okay. So, wer bist du und was kann ich hier machen? Also, wir haben Relikte, wir haben Meisterschaften, wir haben Schmuckstücke. Was kann ich jetzt hier mitmachen? Ich mach mal weiter. Okay. Den geht ja soweit ganz gut, glaube ich. Kann ich die nicht benennen? So, 0 von 10 Stress. Ist aber angespannt. Na gut. Okay, was haben wir? Oh, der kann Dart spielen. Geil. 2 Ziele. Ja, ihr beide spielt mal Dart. Ich mag... Für jeden Volltreffer gibt es 5 Relikte. Okay, das sind ja beide meine beiden Frontliner. Oh. Soldaten darf man nie um Geld spielen lassen. Hat's geklappt? Ich mische. Woran sehe ich, ob es geklappt hat? Da stand ja hohe Chance auf und geringe Chance auf. Aber anscheinend hat's geklappt. So. Wir haben jetzt hier ein paar Sachen. Ich schiebe mich ja mal hoch. Reisebericht, der Gasthofladen. Hier können wir Sachen kaufen. Können wir gleich... Entschuldigung, können wir gleich nochmal gucken. Meisterlehrerin. Ach, cool. Hier können wir jetzt unseren einen Meisterschaftspunkt anscheinend reinlunzen. Dann würde ich sagen... Also ich bin ja ein großer Fan vom Pestdoktor. Gerade wegen dem hier auch. Ach. Die haben unterschiedliche Fähigkeiten eben immer. So war es zumindest beim ersten Teil. Also es gibt einen Pool an Fähigkeiten, die diese Klasse haben kann. Und er hat jetzt leider kein AOE-Damage. Aber AOE... Der erhöht Resistenzen. Und Widerstand gegen Krankheiten. Und reduziert sogar Stress. Okay, er kann aber auch heilen. Die hinteren zumindest. Um 20% heilen? Krass, man heilt nicht flat, sondern Prozente. Gut, aber Frontline heilen wäre eigentlich wesentlicher. Okay. Ja, dann würde ich sagen... Was haben wir hier Schönes? Ich würde sagen, wir verbessern hier unseren Dude. Der verändert seine Position und rückt vor. Hier bekommt er Rüstung oder Schild. Ne, Symbole muss man natürlich noch lernen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir Verteidiger. Ach so, unten sieht man die verbesserte Variante. Ah. Dann mache ich das.
Also wenn es ein untotes Ziel ist, kriege ich Rüstung. Habe ich das richtig verstanden? Ach so. Nee. Okay. Alles gut. Dann der Wagenmacher. Cool. Dann war der Koffer doch für die Rüstung. Für die Kutsche. Der ist jetzt oben drauf. Geil. Nice. Und wir können die Route wählen. Okay, aber wir gehen erstmal wieder in den Gasthof laden. Widerstand gegen Blutung bis zum nächsten Gasthof. Nehmen wir mit. Widerstand gegen Gift bis zum nächsten Gasthof. So, und dann... heilt Blindheit bei einem Helden. Weniger Stress. Gegengift. Das wäre wahrscheinlich auch ganz gut. Okay. Und ein Schleimbrei hier. Lecker. Lecko. Ja, dann Route wählen. Ah, und jetzt hat man zwei Optionen, wie man fahren möchte. Das Dickicht und der Föhtor. Okay. Ah, ich kann mich wieder runterschieben, ne? Ja, ich guck, dass ihr nichts verpasst. Also, auf der einen Seite hätten wir 500 Hoffnung. Da weiß ich halt nicht. 100% Erkundungschance für Kammern des Akademikers. 200% Kammern des Akademikers. Ist das etwas, was jetzt über den Run hinaus mir was bringt? Aber ich soll das die Flamme bei 40 halten. Oder wir gehen auf Loot. Gewinne mindestens 3 Kämpfe gegen Invasoren. Wir machen mal das. Aufbrechen. Das ist halt immer so ein Gelaber. Das sind so richtige Worthülsen, nichts aussagen. Ich glaube, es ist so 50-50. Entweder feiert man das übertrieben und man sagt so, ja, es sorgt übel viel für, weiß ich nicht, Atmosphäre. Aber bei mir ist einfach nur nervig. Ich will hier mechanically ein geiles Spielerlebnis. So, krankheitenresistent, blutresistent, fertig. Und Reise geht los. Ja, aber dieses, dass man halt wirklich mit der Kutsche fährt. Krass, das ist halt wirklich was anderes. Nice. Der Föhtor. The rancid crop grows unchecked and abhorrent. Okay, wir haben hier eine Art Route. While there is still time. Okay, was geht's auf Zeit? 100, sehr schön. Aha, erzähl uns noch einen. Oh, die haben irgendwie Spaß. Cool. Gut. Warte mal, Routenauswahl. Weggabelungen bieten dir die Wahl zwischen 2 oder 3 verschiedenen Zielorten, die über der Straße durch Symbole angezeigt werden. Wenn der Weg erkundet wurde, erscheinen die Symbole für die entsprechenden Orte. Helden äußern oft einen bevorzugten Zielort, der als Symbol über ihrem Porträt angezeigt wird. Beachte, dass Helden Stress erleiden, wenn du ihre Präferenz ignorierst. Okay. Karte. Außerhalb des Tals stellt der Weg dich vor Entscheidung. Öffne die Minikarte mit M und klicke auf das Wagenrad, um zu sehen, was dich erwartet. Ach so. Aha. Okay. Wir haben hier Kultisten, die auf uns zukommen. Oh. Ich weiß nicht, ob es unbedingt sein muss, dass man die Kutsche selber steuert. Also, dass die fährt, okay, aber vielleicht klickt man einfach und dann fährt die automatisch. Die Scheiße des Vergessens. Kultisten. Junge, Alter. Ach so. Wir sind entschlossen. Unsere lodernde Fackel zeigt ihre Schwächen auf. Nee. Ach so, ich kann noch... Nee, +1. Was? Die Gegner bekommen irgendwas +1. Ich glaube, der macht einen Debuff, wenn ich den wähle. +1 blenden? Junge, Alter, was ist das für hässliche Fledermaus? Ja. Blind. Aber 50% Chance, den nächsten Angriff auszuweichen. Okay. Gut, dann machen wir jetzt mal
Giftschlag? Weil sie sind eh geblendet. Warum soll ich Blendgas werfen? Abfahrt. Ist vergiftet. Ich dachte, du bist geblendet, du Arschloch. Aber die zaubern. Ah, verfehlt. Sehr gut. Nachtritual. Oh, der ist gebufft. Crit. Nächste Fähigkeit hat 100% Crit und ignoriert 20% Widerstand. Ausweichen. Erhöht die Chance, dem nächsten Angriff auszuweichen. Okay. Gut. Absinth heilt um... Okay, geil. Die kann alle heilen. Mit Absinth. Gut. Ich versuche erstmal... Warte mal. Das Ding ignoriert Ausweichen. Hocke ich leider drüber. Aber jetzt weiß ich ja, dass diese zwei Monde Ausweichen bedeuten. Aber die vorderste, die würde ich jetzt erstmal, oder ihn, der Evangelist, den würde ich jetzt erstmal, oder, ich meine, früh Sachen vergiften? Ja, warte, der wird jetzt einfach auch vergiftet. Ausweichen. Okay. Ziel anvisieren. Dann wird kritisch, ne? Ja, okay. Nee, wie machen wir das? Ist aber nicht untot, ne? Doch. Oder? Tod 5? Nee. Egal, wir machen das mal. 4. Gut. Er ist jetzt auch gebufft. Okay, und weicht eventuell aus. So. Dann würde ich sagen... Kriegt er hier eine Keule, oder? Der weicht halt vielleicht aus. Der aber nicht. Junge, 9 Schaden. Weicht Konfrontation. Oh, der hat jetzt Stress. Eieiei, okay. Dann würde ich jetzt mal Blendgas schmeißen. Oh, die haben aber Ausweichen. Dann lieber Gift. Die haben alle Ausweichen. Und der hat sogar ein krasses Ausweichen. 75%. Okay, dann machen wir Vorsorge. Kooperation ist der Key. Stärkung. Ui, okay. Der Dolchwurf ignoriert Ausweichen. Würde ich sagen... Crittet. Sehr gut. 12? Und bluten. Halte Stand. Okay. Heilige Scheiße, ey. Was hat er jetzt bekommen? Nächster Angriff verursacht 50% Schaden. Ja, dann visieren wir jetzt ein Ziel an. Und zwar... Ah, er kann jemanden oder sich selber buffen. 100% Crit-Chance. Okay. Gut. Dann mache ich mal auf ihn verteidigen. Dann nimmt er, glaube ich, die Hiebe für ihn entgegen. Ach nee, er bufft sich selber und den Dude. Nee, ist geschützt. Siehste wohl. Schön. Aber die bluten. Aber die beiden vorderen kann ich, glaube ich, heilen. Oh, die haben sehr viel Stress. Okay, Stress ist jetzt anders. Die haben 10 Slots. Und was passiert bei 10 Stress? Heilt und macht mal 3 Ausweichen. Krass. Aber ich hatte doch was, was eigentlich... Na gut. Ich würde den jetzt rausnehmen. Da ist er schon mal weg. So. Okay, ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich hier Stress rausnehme. Vielleicht Zuspruch? Ich würde auf die andere Seite tatsächlich switchen. Weil die gegnerischen Resistenzen sind jetzt nicht so interessant, wie was meine Fähigkeiten machen. Also, wir haben hier Stress. Größer gleich 50%, also wahrscheinlich 5 oder mehr. Und dann wird Stress reduziert. Bei sich selbst. Okay. Ja, dann hau ich mal drauf, wa? Oder? Wir probieren das mal mit dem Stress. Ob ich das jetzt richtig gelesen habe. Ja. Okay. Gut. Dann würde ich sagen...
Der hat halt ausweichen. Aber... ja, nee. Dann knallen wir den ab. Oh, Entschuldigung. Okay, dann heilen wir jetzt den Dude. Okay, Blutung wurde geheilt. Uiuiui. Jetzt bluten beide wieder. Geil. Maschallah, die knüppeln aber auch rein. Der Unterschied ist halt nur, ich habe deutlich mehr Leben. Okay. Es wird ganz schön viel gebufft und gedebufft. Krass. Okay, würde ich sagen, Giftpfeil auf ihn. Verfehlt, cool. Ach ja, war gedebufft. Nächster Angriff weniger Schaden. Und ist blind. Ja, aber ich glaube, den nächsten Angriff muss ich einmal trotzdem raus. Na, wobei. Wir machen Verteidigen nochmal. So, und jetzt wird nochmal geheilt. Plus 9. Ach, das muss man. Ach so, das heilt nur, wenn das C sich unter 50% Leben befindet. Okay. Na gut. Ist ja in Ordnung. So. Jetzt machen wir hier mal... ja, komm. Sehr gut. Na, der debufft jetzt wieder. Ne, der bufft sich selber, genau. Okay. Der macht AOE mit Blutungsschaden. Mit Chance auf Bluten, okay. So, dann machen wir nochmal einen Schnitt. Aber diesmal... doch wieder auf ihn. Weil auch wenn er jetzt ausweicht, das ist nur einmalig und dann kann ich jetzt nachsetzen. Schön. Schwelle des Todes. Ey, der ist auf 0 LP. Warum stirbt er nicht? Schwelle des Todes. Der nächste Treffer könnte tödlich sein. Aha. Ja gut, dann machen wir das. Todesstoß, okay. So, dann wird jetzt nochmal geheilt. Ist Stress jetzt wieder ein bisschen runtergegangen auch? Oh, war Crit. Okay, der rückt auf. Mhm. Okay, dann Absinth. Auf dich selber. Und jetzt machen wir nochmal... zerschmettern. So, hat er auch einen Debuff, dass er halb so viel Schaden nur macht. So, und jetzt... ne, vorwärts wollen wir nicht. Ja, machen wir das. Sehr gut. So, gerne nochmal heilen. Warum kriegst du Stress? Hm. Oh. Einsatzlimit erreicht. Krass. Okay. Dann machen wir Blend. Nee, nur ein Giftschlag. So, und ist vergiftet. Sehr gut. Uff. Vier? Vier Gift-Damage? Für zwei Runden. Das heißt, macht insgesamt safe 10 Schaden. Krass. Die macht jetzt 50% weniger Damage. Dann machen wir Giftpfeil. Gucken, dass wir ihn hier nochmal vergiften. Schade. Jetzt ist er dran, der Kleine. Und lol, das hat einfach 0 Damage gemacht. Krass. Gezielter Schuss. Ach, der ignoriert Ausweichen. Ne, entfernt das. Ach so, und wenn das mehrere auf... okay. Das lese ich mir gleich nochmal durch. Ja, wir lernen. Also, ihr werdet jetzt nochmal vergiftet. Ach so, geht nicht. Na, dann heilen wir vielleicht... oder, nee. Resistenz? Nee. Dann blenden wir den Kleinen. So. Schön. Oh my goodness. Okay, das ist jetzt kritisch. Die wird weggehackt. So, und die müsste jetzt durch das Gift auf jeden Fall sterben. Empowered. Emboldened. Vorsorge. Du schaffst das. Oh. Was ist passiert? Stress? Andere Orte? Nee. Was war das gerade? Krass. Okay. Ja, würde ich sagen... ach, Rückstoß um ein... um ein was? Das ist das blaue Zeichen. Benommen.
Nächster Zug wird bis Ende der Runde aufgeschoben. Ui. Geil. Dann wird er jetzt auch hier schon. Der Konflikt wütet ewig. Ach, geht das Licht jetzt auch die ganze Zeit runter, umso länger das dauert? Das wäre irgendwas. Tot. Sehr gut. Alter. Dunkler Impuls. Er schließt das Potenzial von Kultisten-Accessoires. Koffer, Gegengift, Relikte. Ja, hätte ich jetzt auch während des Kampfes Items anwenden können? Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, mal ein bisschen... Nee, wie nutze ich das denn? Kann ich das nur während der Rast nutzen? Aber warum habe ich dann unterwegs überhaupt das Inventar? Also was bringt das? Ah. Okay. Geht nicht. Ah, hier sieht man auch, dass er Schwächen hat und Stärken. Okay. Aber ich kann ihn nicht, glaube ich, heilen. Also, ne? Ihr seht's. Ach, wir können Kampfgegenstand ausrüsten. Ah, und da kann er sich dann heilen. Okay. Okay, dann fahren wir mal weiter. So. Warte. M. Rechts lang haben wir den Wachturm. Der deckt Pfade vor mir auf. Die wollen auf jeden Fall zum Wachturm. Okay, dann machen wir das mal. Dann geht jetzt bei denen Stress runter. Okay, verstehe. Cool. Hoppala. Haben wir eigentlich keine Chance, oder? Wir haben eigentlich keine Chance, oder? Was soll denn das jetzt? Was ist denn das für eine Einstellung? Okay. Was soll dieser Kram, der im Weg überall ist? Ist das der Wachturm? Okay. Oh, das soll ich alles schaffen? Ist das jetzt eine Reise? Ich bin mir nicht sicher. Okay, wir fahren mal weiter. Was haben wir denn? Die wollen... Okay, also er ist kritisch, Digga. Dann... Hilfesuchende. Flamme, Nahrung, Vorräte. Ja, dann... Aber guck mal, blau ist krasser, oder? Aber wir müssen hier Stress reduzieren. Wir fahren geradeaus. Die anderen kriegen einfach Stress. Das ist ja übel schäbig zu handeln. Oh. Ach, kann es sein, dass immer, wenn ich da drüber fahre, irgendwas passiert? Oder was passieren kann? Ich fahre mal extra drüber. Was war das? Das war ein so ein Mal, was ich hab, ne? Okay, das ist ein Hilfesuchende. Okay, was können wir machen? Hier verlieren wir Licht. Aber wir kriegen richtig viel Stuff anscheinend. Hier verlieren wir weniger Licht, kriegen weniger Stuff. Aber das sieht sehr gut aus. Wir verlieren mal ganz viel Licht. The Wainwright awaits, eager to ply his trade. Stachelkugel, sehr starker Blutungsangriff. Okay. Warte mal. Das Ding oder was? Krass. Okay, und er hier kriegt vielleicht mal ein Gegengift? Jetzt check ich das so langsam. Gewährt 1 Stärke und 5 Geschwindigkeit für 2 Runden. Nee, kriegt man auch Gegengift. Okay. Gut, wir sind jetzt bei 49. Ich weiß halt echt nicht, was diese
Barrikaden sollen. Ich versuche die mal zu dodgen, weil ab und zu passieren die Sachen. So, das ist ein Fall. The dying world, empty of hope and humanity. Okay, undead. Was haben wir denn da? Heilige Scheiße, eine Witwe und ein Straßenkind. Das ist deren Name. Das ist deren Name. Okay, also, ich kann nicht mehr heilen. Warum nicht? Weil keiner unter 50% ist. War? Hier haben wir falsche Position. Ui. Okay. Dann machen wir erstmal Blendgas. So, dann sind die geblendet. Der ist geblendet. Lied der Schatten vom Straßenkind. Oh, macht Crit. Und... ha, verfehlt. Und, was ist das? Kann von den meisten feindlichen Fähigkeiten nicht anvisiert werden. Okay. Gut. Wir haben jetzt viel über 50% Stress. Deswegen würde ich vielleicht Zuspruch machen. Nee, ne? Wir machen zerschmettern. Und dann nehmen wir mal die Witwe raus, wa? Die scheint am schwierigsten... Nee, die ist aber recht langsam, oder? Nee, die ist schnell, glaube ich. Drei. Ja, wir versuchen mal, die Witwe rauszunehmen. Oh, neun, Alter. Krass. So, dann Giftpfeil. Nice. Die ist gone. Dann machen wir einen Pistolenschuss. Ach, das ist schon direkt Todesstoß. Na gut. Dann hätte das Gift nicht sein müssen. Ach, weil die wahrscheinlich undead sind. Okay, die beißen ja auch nicht zu. Warum gehen die immer auf ihn? Das ist echt gemein. So, jetzt kann ich ihn heilen. So, dann vergiften wir ja nochmal. Das geht nicht, gut. Gehen wir auf ihn. Ach, Widerstand. Stimmt, sind ja undead. Genetische Melodie. Ach du Scheiße. Gut. Dann... das entfernt... ah, okay. Dann machen wir mal... ne, Heilsalbe brauchen wir noch nicht. Oh, du bist nach vorne. Danke dir. Dann kriegst du jetzt zurück. Okay, er muss jetzt mal Stress reduzieren. Es geht nur auf ein Ziel. Aber bei ihm selber dann auch. Gut. Oh, Gift. Okay. Na, die vergiften nicht viel und machen auch kein Blut. Krankheiten bisher auch nicht. Dann würde ich sagen, machen wir einen Giftschlag. Ah ja, die widerstehen ja. Ja gut, aber was anderes hätte ich nicht großartig machen können. Dann das. Und die Hacke. Sehr gut. So. Du machst Gegengift. Zack. Du kannst trotzdem noch was machen. Cool. Ja, dann würde ich sagen, Knüppel. Knüppel aus dem Sack. Alter, der macht richtig Schaden. Heilige Scheiße. Gut, das habe ich auch verbessert, ne? Okay, das läuft. Läuft gut. Irgendwann zerfallen die. Runde 4 von 5. Was passiert, wenn ich das nicht schaffe, quasi? Hm. Ja, widerstanden, klar. Dann die Hacke. So, er macht hier wieder seine Melodie. Ach, gespenstische, nicht genetische. Oh Junge, die haben jetzt aber noch Stress, ne? Und weg. Die zoffen sich manchmal, ne? Okay. Gut. Ja, wir finden uns noch rein. Also wir haben jetzt sehr viel Stress. aber so ist das Spiel, wa? Können wir nicht jetzt hier Kartenspiele machen und so? Warte mal. Wir haben hier Accessoires, ne? Können wir die jetzt schon ausrüsten? Sehr gut. 10 Widerstand, 10% Widerstand gegen Krankheiten. Was ist denn mit jetzt hier Kartenspiele? Gasthofgegenstand steht da ja. Aha. Na gut, er hat ja noch seine Medizin. Das würde ich dann zum Beginn des nächsten Kampfes zünden.
So, ich, wie gesagt, ich dodge die mal, diese Sachen. Hat nicht geklappt. Das wird, glaube ich, automatisch einfach verwendet. Okay. Jetzt, wohin geht's? Der emporragende Schmaus. Ach du Scheiße, das ist so eine Art Boss oder was? Seuchenfresser? Ah ne, oder Gegnertypen. Wie viel Licht haben wir denn? Dämmerlicht. Eieiei. Das ist nicht gut. Die sind da, sie sind angreifbar. Kriegen wir alle? Okay. Ja, er ist ganz gut. Also, ne, warte mal, plus 1. So ein gebrochenes Herz. Eine Beziehung prägt sich aus. Verliebtheit? Alles klar, Jungs. Was bringt es? Riesige Feinde. Der hat eine Schubkarre voll Gehacktes. Alter Scheiße. Was ist das denn, ey? Okay, was bringt Verliebtheit? Na gut, bringen wir irgendwann nochmal in Erfahrung. Dann würde ich sagen, vergiften wir jetzt erstmal, oder? Und zwar, ah ja, was haben die? Verwundbar. Allein Schaden beim nächsten Angriff. Ja, dann vergifte ich mal die ganz vorne. Geht das? Sehr gut. Dann Blendgas auf den dicken? Nee. Widerstände? Die sehen nach Krankheit aus, bin ich ehrlich. Manchmal auf die, auf alle, cool. So, Mulchen. Oh, das macht Stress. Scheiße. Mütterliche Umarmung. Da werden die geswitcht. Verliebtheit. Bleib am Leben, mein Schatz. Alter, die sind... Die labern sich jetzt einfach. Das ist ja der Hammer. Okay. Das hat ihm gerade einfach ultra viel geheilt. Zack. Dicker Crit. Hat Stress reduziert. Widerliche Süße. Spottfeinde müssen wir möglichst dieses Ziel angreifen und blind. Ja, perfekt. So, dann machen wir mal Zuspruch bei allen. Bei seinem... Oh, süß. Nee, bei ihm. Sehr gut. Geht Stress runter. So, Absinth reduziert leider nicht Stress. Würde es bei mir. Dann würde ich sagen, kriegt er jetzt einen doppelten Schaden. Hacke ins Gesicht. So. Auch wenn es eigentlich besser ist, natürlich ein Ziel erstmal wegzufokussen, denke ich. Aber okay. So, Giftschlag. Machen wir hier drauf. Ist die auch vergiftet? Oh, Widerstand. Okay. Mulchen. Das macht Stress. Eieiei. Verliebtheit. Oh nein, mein Schatz. Oh, er kriegt dadurch Stress. Du bist nicht unrecht. Zwei weniger Stress. Das ist ja einfach nur geil. Das ist ja nice. Okay. Zuspruch klingt noch ab. Okay. Also wir können Verteidiger auf ihn machen. Die beiden werden ja eh die ganze Zeit angegangen. So, das macht geschützt durch den Barista und er leidet 50% weniger Schaden. Schön. Dann schneiden wir die hier auf. Widerliche Süße. Das klingt so nach Krankheit, ne? Okay, müssen ihn jetzt angreifen. Das ist natürlich nicht gut. Haben aber keine Fähigkeiten dafür. Gut. Nein, er hat Nervenzusammenbruch. Ich gebe auf. Meine Beziehung prägt sich aus. Zwietracht. Oh je. Du heilst ihn trotzdem. Okay. Du wirst weggeboxt. Der ist jetzt nicht direkt dann. Hm. Okay, das heißt, wir müssen das jetzt noch machen. Ciao. Hä, immer noch? Der nächste Treffer könnte tödlich sein. Das ist ja stressig. Abfahrt. So. Okay. Der hat es gefressen. Ermöglicht eine mächtige Fähigkeit. Ach du Scheiße. Nee, mach mal nicht. Du heilst dich erstmal. Mit lecker Absinth.
Ah, hatte nicht unter 50 Leben. Gut, dann... stoßen wir das Vieh zurück, oder? Nee. Zuspruch nochmal? Ja. Wichtig. Jetzt kriegt die auch noch einen Nervenzusammenbruch. Du bist nicht unrecht. Verliebtheit. Alter, das ist gut. Bisschen eher wäre wichtig gewesen. Gut, dann heilen wir uns jetzt. Ach, und ich kann trotzdem noch boshaften Schnitt machen. Gut. Zwietracht. Ungeschickter Tölpel. Wieso hat er getroffen? Kriegt er Stress. Scheiße. Eieiei, der verreckt ja fast. Ja, da bahnt sich Stress an. Okay, du heilst dich mal selber. So. Aber seine krasse Fähigkeit wurde jetzt nicht angewandt. Vielleicht kann man sie wegwerfen. Nee, ich glaube nicht. Eieiei, die stirbt halt fast. Scheiße. Müssen wir mal verteidigen. Ich dachte, wir würden einander... Oh, der funkt jetzt dazwischen. Weil er hasst ihn. Oder sie. Aber er sollte... Oh my goodness. Junge, das macht mich fertig. Ihr sollt kloppen. Alter. Wunderbar, mein Schatz. Dieses Game, das ist ja... Gott. Heilen. Oh mein Gott, Gallenklage. Das war die krasse... Oh nein. Oh nein, die hat jetzt auch einen Nervenzusammenbruch. Scheiße, ey. Hier geht Eis im Bach runter. Oh, ist ausgewichen. Sehr gut. Stirbt einfach fast. Jetzt aber bitte Absinth. Rein in den Korpus. Und Ausweichen geht richtig hoch. Schön. Die sind alle vergiftet. Oh mein Gott. Okay. Mistimed. Verfehlt. Ja, das hast du jetzt aber auch verdient, den Spruch. Sind wir mal ehrlich. Scheiße. Was passiert nochmal, wenn die noch... Also, wenn die schon Nervenzusammenbruch hatten, nochmal? Ich glaube, die kriegen jedes Mal jetzt einen negativen Trade quasi. Oh lol, kriegt einfach for free ausweichen. Also die können die bitte forever verliebt sein. Das ist ja der Hammer. So, zerschmettern. Was hat denn der da hingekackt? Okay. So, Pistolenschuss. Jetzt ist doch mal gut, Leute. Können wir das nicht hier nachklären? Scheiße. So, sehr gut. Okay, Gegengift. Es wäre jetzt so krass, hätte er sich einfach gesträubt. Paracelsus, warum heißt er eigentlich Paracelsus? Warum fällt mir das jetzt auf? So, wir blenden mal. Ist ja nur noch einer. 50% verfehlen. So, dann Ziel anvisieren. Ah, ne. Knallen wir ab, 6. Oh, der hält aus, krass. Okay. Zuspruch. Sehr gut. Der hat sich gerade geheilt. Und ermöglicht mächtige Fähigkeit. Scheiße. Jetzt aber bitte. Geht doch. So, Ziel anvisieren. Entfernt, ja. Brauche er ja nicht. Alles gut. Aber er crittet 200%. Und alle haben... Oder zwei haben Ausweichen. Und zwei haben hier Blocken. Nice. Das war die mächtige Fähigkeit. Er ist ausgewichen. Irre. So, dann vergiften. Wäre nice. Widerstand. Wie viel Giftwiderstand hat er denn? 80. Ja gut. Dann machen wir Vorsorge auf alle. Ja, stärken wir uns. Ja, ja, ja. Glorious Bastards ruft. Okay. Blenden. Das können wir mal machen. Wieso ist er nicht so oft dran? So, jetzt kritten wir. Schön. Nur 9. Alter. Stressen die sich jetzt jeden Turn? Das ist ja insane. Bitte hört auf. So,
Sollte ich das vielleicht wegräumen? Sonst frisst der das auch noch. Nochmal versuchen zu vergiften. Nochmal heilen? Ja, heilen. Hey, ich hab doch unter 50% Leben. Wieso hat's nicht geheilt? Ja, ich hätte das wegmachen sollen. Scheiße. Okay. Dann geht's jetzt ab. Ich mache einfach gar keinen Schaden. Die kriegen ja alle Nervenzusammenbruch. Die ist jetzt einfach verwundbar. Scheiße. Ja, gut. Der einfach. Er schiebt sich selber. Das ist insane. Sehr gut. Vergiftet. So, dann verteidigen wir jetzt ihn. Leute, ihr seid echt nervig. Falscher. Scheiße. Das war jetzt dumm. The greatest test of all. Gallenmörser? Oh, Junge, jetzt hassen die sich einfach. Okay. Argwohn. Nice. Also, der große Unterschied zum ersten Teil ist, immer wenn beim ersten Teil eine Person einen Nervenzusammenbruch hatte, hat diese Person einen negativen Trait bekommen. Zum Beispiel, ja, also so ein, was grundlegend Passives, was dann immer da ist, so ein Tick, genau. Hier ist es einfach so, dass sich das dann auf die Gruppendynamik nur auswirkt. Das ist halt super interessant. So, wir machen jetzt mal unser Item hier. Das macht ihn blutend. So. Der wird jetzt gefällt. Wie kriegen wir an sie wieder fit? Muss ich mir mal durchlesen eigentlich. Ja, wunderbar, mein Schatz. Super. Verstärkt sich das, wenn die zusammenstehen? So, was steht hier? Schwach. Schwelle des Todes. Okay. Dann ein Fechtschritt. Dann geht er einen nach vorne und rückt zu seinem Lover auf. Ehre. Oh, unverursachten Gegenschlag. So. Passen. Ich kann passen. Und das heilt mich. Und reduziert Stress. Lol. Gegenschlag. Ehre. Oh, da wurde wieder was ausgekackt. Schnell wegmachen. Oh Gott, das hält ja arsch viel aus. Ey. Bitte nicht essen. Nein. Immer dieser Stress. Oh Gott. So. Oh Junge, ey. Boah. Kackt der die an, ne? Gut, also, ist quasi over. Aber hier nochmal Stress reduzieren wäre doch ganz geil. Vorsorge. Und jetzt nochmal Zuspruch. Aber das Gift ist halt scheiße. Ist jetzt aber weg. Okay. Tot. Meine Fresse, ey. Silberlöffel. Währung. Hart verdiente Trophäen aus vergangenen Herbsten mit siegesreicher Ernte. Segensreicher Ernte. Heilkräuter und Relikte. Junge, aber was war das denn für ein Gegner, ey? Das ist doch nicht cool. Wie weit haben wir es denn noch? Fokus auf Kutsche. Oh mein Gott. Okay, Abfahrt. Ey, ich glaube, wir halten nicht mehr lang durch. Bin ich ehrlich. So, was wollen die? Ist egal, ja. Kann ich hier noch irgendwas... Kann ich denen zu essen geben oder so? Analysis is invaluable until it becomes an excuse. Das ist schon ein bisschen... Also... Gasthofgegenstand. I see. Kampfgegenstand... Haben alle einen Kampfgegenstand. So, hier, Geschwindigkeit erhöhen.
So, dann Gegengift. Er kann brennen hier reduzieren. Oder Heilkräuter machen wir mal. Super. So. Also blau, ist das auch schwerer? Oder ist das krasserer Loot? Wir probieren es mal aus. Wobei, schwer zu sagen, ne? Ich habe ja keinen Vergleich. Aber wir gucken mal. Feindlicher Hinterhalt. Okay, das sind nur drei Leute. Alter, ich bin halt so low, ne? Nur er kriegt direkt aufs Maul. Und ist gestresst. Okay. Ah, wenn sie unter 25% ist, heilt sie sich. Gut. Dann wird er jetzt mal gebufft. Auf Pushmittel. Und ich vergifte die junge Dame hier. Ach, die sind ja undead, ich Vollidiot. So, der wird jetzt geheilt. Alles wieder heil. Oh. Ach, die können das auch abarbeiten. Oh mein Gott. Nein. Sehr gut. Was auch immer das macht. Nein, warum? Die sind nicht mehr verliebt? Oder doch? Okay, er ist jetzt wieder an erster Stelle. Kann sich aber nicht bewegen oder bewegt werden. So, du heilst dich. Und ist die um. Ciao. So. Er muss jetzt dringend, weiß ich nicht, irgendwie geschützt werden. Machen wir mal so. Das knallt. Ah, jetzt ist er nur untargetable. Genau, okay. So. Bitte. Was ist jetzt? Benommen. Okay, du hältst ihn. Weil ich glaube, Frontline kassiert er mal, ja. So. Aber die halten nicht so viel aus, ist gut. Ja, scheiße. Gut, dann nehme ich Giftpfeile. Oh, Todesstoß. Krass. So. Ja, kann ich nicht angreifen. Dann... Aber warte mal. Das macht zumindest Ausweichen hoch. Ne? Genau. Und Geschwindigkeit. Steady yourself. Ah, habe ich den richtigen geheilt. So, dann kriegst du jetzt richtig auf die Fresse, oder? Wobei... Doch. Ich kann halt auch passen. Das reduziert Stress. Vielleicht ist es sinnvoll, wenn man nur noch einen Gegner hat, den man so ein bisschen unter Kontrolle bekommt, dass man eine Runde passt. Okay, es erhöht einfach Stress. Hier auch? Ja. Okay, es ist bei jedem Charakter anders. Okay. Okay. Verstehe. Gut, dann versuchen wir hier jetzt Ende zu machen. Das war jetzt natürlich unlucky, aber haben wir es gelernt. Okay, mich getränkte Laien heilt Blenden. Okay. Also ich nenne das jetzt die ganze Zeit Blenden, aber ich weiß gar nicht, wie das heißt. Alter, ich hab... Also, wie sollen wir... Das werden wir nicht schaffen, glaube ich. 45 Meilen zum Gasthof. Steht ja rechts unten, wie lange wir noch brauchen. Krass. Okay. Na gut. Ja, die sind alle sauer. Also hier mit den Kackhaufen, da weiß ich ja nicht, ne? Theoretisch nochmal in Ruhe die Tipps und das Tutorial, ach du Scheiße, angucken. Leute, ich glaube, das wird nichts. Plus 1? Oh, wir können dodgen. Ne, machen wir mal plus 1. Was heißt das? Elitefeinde. Oh mein Gott, das... Wer sind die denn jetzt?
Tarnung. Aha. Gut. Okay. Also, die haben Futter. Kann von solchen Fressern gefressen werden. Okay, dann gehen wir auf den hinteren jetzt einfach. Schön, vergiftet, sehr gut. Dann heilen wir jetzt hier schon mal. Frontline. Ja, Leute, ey. Vor allem, wenn die sich ja einmal nicht mögen, dann stressen die sich ja nur noch mehr. Das snowballt doch richtig rein, ne? Das ist nicht gut. Oh mein Gott, das sind Ziegen. Okay, dann füllen wir jetzt mal einen in die Fresse, genau. Okay, die halten nicht so viel aus. Ja, vielleicht sollte ich die doch wegfokussen. Ich dachte mir so, ja, er frisst die halt eh. Aber anscheinend ist es vielleicht gut. Meine Fresse, ey. Ey, gefühlt, wenn man da einmal so reingerät, dass die sich hassen, ist halt over. Habe ich noch irgendwie Medizin oder so? Ich habe hier Aufputschmittel, das könnten wir mal benutzen. Und ansonsten gibt es jetzt die Hacke. Scheiße, lebt noch. Na gut, warte. Oh lol. Können auch in der Backline was machen. Das hier jetzt? Nee. Alter, einfach 9 Damage und Stress und vergiftet. Welcome relief from caustic agony. Das hätte ich brauchen können. Nein, du bist nicht vergiftet, du Arschloch. So. Der ist RIP. Aber das können die doch auffressen, oder? Was ist, wenn man positiv mit denen interagiert? Kann man das dann wieder aufbessern? Nee. Na gut. Dann machen wir das so. Echt, der hat... Fütterungszeit. Ja, scheiße. Ach, der hat nur einen Teil gefressen, oder? Also, der frisst sie gar nicht ganz. Ja, krittet. Aber macht auch Gift weg. Schön. So. Theoretisch, wir machen mal verteidigen. Sehr gut. Jetzt auf die Fresse. Der macht halt gut Damage, ne? Okay, ja. Todesstoß, nice, sehr gut. Okay, nur noch sie. Oh, sie heilt sich jetzt für ein paar Runden. Okay. So, dann würde ich sagen, wird jetzt hier anvisiert. Und er... kloppt jetzt einfach drauf, oder? Nee, wobei, ich kann hier nochmal ein paar Leute deffen. Geil. Perfekt. Baut das schön ab. Sehr gut. So, und dann blenden. Sehr gut. So, jetzt heilt die sich nochmal. Dann würde ich sagen, Zuspruch. Oh, Leute, ey. So eine Scheiße. Aber immerhin darf man dann nochmal. So, dann wirst du jetzt auch gedefft. Ihr, vielleicht liebt ihr euch jetzt. Oh, lol, sie hat das dadurch verloren. Okay. Okay. So, bist du auf 25%? Wie viel Leben hast du denn? 9, 18, 27. Nein, bist du nicht. Dann Hacke ins Gesicht. Oder vergiften. Geht das? Ah, hat halt sehr viel Resistenzen gegen Vergiften. Oh, die hassen sich einfach alle in meiner Gruppe. Oh, der hat gesessen. Er hat gekrittet. Warum zurückgehalten? Junge. Ich bin gespannt, wie sich das Spiel entwickelt, wenn man ein paar Runs hinter sich hat. Ob man es einfacher hat, auch in Bezug... dass sie sich buffen. Alter, der heilt, der frisst auch die Leichen. Scheiße. So, jetzt feste drauf einfach. So, jetzt kommt wahrscheinlich irgendeine fette AOE-Scheiße. Alle verfehlt, Ehre. Okay.
so. Und jetzt beenden wir die Scheiße, oder? Wir haben auch nur noch 18 Licht. So, Schwelle des Todes. Ja, dann gucken wir mal, inwiefern wir das jetzt finden können. Wir haben auch keinen. Können auch die Medizin gar nicht mehr einsetzen. Ja, das war's gut. Brandsalbe, Boxhandschuhe. Das Gasthofgegenstand. Unnahbares Accessoire. 20% maximale LP. Das ist ja insane. Alter, das ist ja übel gut. Okay, wir haben uns ganz gut geschlagen. Also ja, es gab einige Nervenzusammenbrüche, aber das passiert halt, ne? Okay. Keine Ahnung, was das macht. Gucken wir mal. Weiter geht's. Ja, wir haben jetzt echt Lichtprobleme langsam, ne? Wie können wir denn das wieder entfachen? Mal gucken. Gut. Ich muss sagen hier, also weiterhin, ne, das mit diesen Hindernissen und auch, dass man die Kutsche selber so steuert, check ich nicht ganz. Ey, aber ich kann mir gar keinen Weg mehr aussuchen, ne? Weil es immer nur einen gibt. Gut, dann jetzt noch mal hier Hacksülze. Hoppala. Hast du was umgestoßen? Ah, wir können einfach fliehen. Krass. Ja, machen wir. Eine Beziehung prägt sich aus. Neid. Junge, ich bin die ganze Zeit überlegen, was es wohl für Mittel und Wege gibt, eine richtig geile Gruppendynamik zu schaffen. Weil wenn man das ja, wenn die sich alle lieben, das ist wahrscheinlich utopisch und wird nie passieren. Weil das war ja mega gut. Das ist ja viel leichter. Junge, wer ist er? Okay, wir machen jetzt erstmal Vorsorge. Empowered, emboldened. Dann wird jetzt. Ah ne, es sind Undeads, die werden nicht vergiftet. Aber vielleicht ein schöner. Was ist das hier für ein. Erst die Ads. Oh, jetzt sind alle drei dran. Krass. Geil, Pocken bekommen. Obwohl ich gerade gegen Gift, gegen Krankheiten Resistenz gebracht habe. Wie kriegst du denn von dem Pocken, ey? Habt ihr Pocken? Also. Noch einer, geil. Junge, ey. Missgunst. Sind das eigentlich so die Härtegrade, die immer heftiger werden? Junge, jetzt stressen die sich alle. Alter. Ja, ciao. Das hat jetzt nichts gemacht? Sieht man irgendwo so die. Wie die sich untereinander. Naja. Sind auf jeden Fall alle mies am Arsch. Wehe, du funkst dazwischen. Warte mal. Ja, doch. Ich bin so dankbar, dass man trotzdem da noch was machen darf. Ja, Nervenzusammenbruch. Nächster. Nee, doch nicht. Aber sie ist verwundbar. Eieiei. Machen wir das. Ich sehe uns das nicht packen. Geil. Grauen? Die kriegen jetzt Stress pro Runde. Okay, Zuspruch, Leute. Zuspruch. Ja. Sehr gut. So, und der ist fast weg. Ja. Hier. Hau den weg. Schön. Schöne Sache. Runde 3. Wir haben null Licht. Ey, die sind halt auch viel stärker. Scheiße, Junge. Jo, was noch alles? 10 Millionen Effekte. Oh Gott. Scheiße. So, jetzt wird hier ausweichend entfernt. Zuspruch klingt noch ab. Geil.
Verteidiger. So, und sie säuft jetzt Absinth, dass das klar ist. Das heißt, das heilt halt schon ordentlich, ne? Und bufft sie halt übertrieben krass. Junge. Ihr habt euch mal geliebt! Also, Leute! Schwierig. Wie soll ich mit euch arbeiten? Scheiße. So, wie viel Giftresistenz hat er? Geht eigentlich. 30. Sehr gut. Junge, der hält aber auch aus. Ciao. Und blutet. Naja. Let us hope they find peace. Gut, das war natürlich unlucky mit dem Bluteneffekt. Alter. Nee, wir hauen zu. Scheiße, Bruder. So. Passen. Nee. Lass dich heilen? Sehr gut. Heilige Scheiße, ey. Okay. Da nochmal hacken. Warum schleppt die eigentlich einen Dolch und eine Spitzhacke mit sich rum? Ja, zwei Damage ist für mich in Ordnung, aber er kriegt jetzt auch einen Nervenzusammenbruch. Ja. Ach lol, wenn die... Warte mal. Kriegen die immer auch ultra viel Leben abgezogen, wenn die Nervenzusammenbruch hatten? Hm. So, hauen wir mal... Nee, Zuspruch. Nee, wir versuchen nochmal zu deffen. Sehr gut, hat geklappt. Abandoned or forgotten. It is ours now. Ah, die Runden gingen zu Ende, ne? Oh, Entschuldigung. Das bedeutet, wenn man den Gegner in einer gewissen Zeit hat nicht schafft, kommt man zwar lebend davon, aber man kriegt auch nicht den vollen Loot. Oh. Die kommen jetzt einfach so? Ach, weil Nacht war. Weil ich gar kein Licht mehr habe. Guck mal, was die alle für Buffs bekommen. Ach du Scheiße, ey. Wie soll ich das denn? Das kann ich doch knicken, oder? Komm, die haben auch alle des Todes ausweichen. Okay. Ausweichen, schade. Tja, das sieht gar nicht gut aus, bin ich ehrlich. Oh mein Gott, 10 Damage? Na gut, die... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Von, die hassen sich ja auch noch oben drauf. Die Gegner sind gebufft. Und meine Leute hassen sich. Und haben, ja natürlich, sind sogar debufft. Kann ich so knicken. Oder? Ja, könnte. Ja. Oh mein Gott, was? Ja, ciao. Nervenzusammenbruch? Nicht? Doch. Doch, das Leben geht jetzt wirklich runter, oder? Das Leben geht dann auf 1%. Krass. Heftig. Ne, warte, 10%. Ich bin dumm. 10%. Ja. Ja. Ich weiß ja, ob Heilen hier noch was bringt. Immerhin vergiftet. Auch beide verblutet. Beide blutend. Absinth, rein. Jo, das ist krass an ihr. Er ist RIP. Scheiße. Dann heile ich mal gerne. Ich komme da doch nicht hinterher mit dem Heilen, was die jetzt an Damage macht. Oh Gott.
Wie viel Absinth hast du dabei? Audrey? Knüppel dir rein, den Alk. Dieses Game ist ja der Hammer. Ich bin echt gespannt, was jetzt kommt, wenn wir quasi den Run verloren haben. So, was bekommen wir als Roguelike-Element über den Run hinaus, sodass der nächste dann gegebenenfalls einfacher wird oder man zumindest weiß, worauf man spielt. Ja? So, weil das hier werde ich nicht überleben, oder? Aber es sei denn, ich habe nur Absinth. Ja, ich habe nur Absinth. Noch ein Einsatz. Letzte Mal. Aber immer einfach, immer noch bluten, ne? Eieiei. Ausgewichen, sehr gut. Oh, sie ist verreckt. Oh, dadurch, dass er jetzt weiter vorne ist, kann ich jetzt auch bluten machen. Aber ich kann nur das Bluten von Audrey heilen. Das war dein erster Nahkampfangriff des Tages und du verfehlst. Hammer. Alter. Das wird nicht... Oh mein Gott, Alter. Krittet halt voll rein. Ja, das passiert, wenn man kein Licht mehr hat. Liegt einfach blutend, sterbend am Boden und hat einen Nervensambo. Obendrauf. Und kann sich nicht heilen. So, jetzt triff aber bitte. Immerhin. Oh nein. Oh Gott, wir haben richtig Glück, dass hier immer noch sich auf zwei Beinen gehalten wird. Ich kann mich ja nicht mal heilen. Ich kann vergiften. Das ist vielleicht noch ganz gut. Wenn ich schon wenig Schaden mache. Runde 8 von. Wie lange muss ich noch durchhalten? Wie viele Runden gibt es denn? Geil, 2 Damage. Ciao. Scheiße. Oh oh. Ja, ja, machen wir den Grabstein weg. So, Runde 9. Oh Gott. Scheiße, ich bin so am Arsch, Leute. Ja, gut. Absinth ist alle. Haben wir noch Wodka oder so? Alter, fast tot. Let us hope they find peace. Each milestone makes the next road just a little easier. Learn from each attempt. Deepen your understanding. And victory will come. Okay, wir haben Hoffnung bekommen. Und sind Level aufgestiegen. Für jede Meile, die wir zurückgelegt haben, für jede Region, die wir abgeschlossen haben und für gewonnene Kämpfe. Darüber hinaus haben wir Gegenstände bekommen für den nächsten Run. Stellt Pfannkuchen her, lol. Jetzt ist die Frage... Das sind ja jetzt alles größtenteils... Lol. Das waren ja jetzt alles größtenteils... einmalige... While the flame still burns, hope remains. Hier ist direkt das erste Gasthaus, oder was? Oder wie, oder wo? The seat of your denial, perched precariously in the murky gloaming. The shackles of denial must be destroyed. Ich erinnere mich, das hatten wir auch schon mal. Das war jetzt einfach so. Ja. Ja. Okay. Ist das jetzt der gleiche Dude? Ja, Audrey, Dismas, Paracelsus. Das ist der gleiche Dude.
Die leben wieder. Oder? Ja, der hat die gleichen Fähigkeiten. Ja. Okay. Ist er hier auch noch Stufe 2? Ja, aber ich glaube, die haben andere Ticks. Oder? Ach, okay, never mind. Man kann den Namen einfach randomisieren oder selber schreiben. Okay. Ja, gut. Pride. More devastating than the horrors of 100 campaigns. So. Und jetzt wäre einfach ein neuer Run, ja? Okay. Onward once again. Though all the world's horrors bar the way. Okay, die Kutsche ist nicht verbessert. Ja, das ist wirklich alles weg. Meine Gegenstände. Hä, die habe ich jetzt nicht? Okay. Tutorial. Cool. Profile. Stufe 2. Moment. Was heißt das denn jetzt? Also. Das sind Sachen. Wo habe ich die denn? Wann kriege ich die? Vielleicht, wenn ich das erste Gasthaus erreiche. Weil jetzt habe ich gerade nichts in meinem Inventar. Ich mache eine Partie aufgeben. Haben wir im Hauptmenü noch was Sachen? Try and try again. You will break through this gloaming murk. Lol, ach so. Spiel verlassen. Hauptmenü. Okay. Gut, okay. Ja, I guess, das kriegt man dann beim... Oder das ist der Lootpool, der neu ist. Dass man diese Dinge erhalten kann. Aber das hier hatten wir schon. Oder? Nee, hatten wir nicht. Das könnte sein, dass man immer bessere Gegenstände bekommt. Guck mal, Kampfgegenstand plus 15 Flamme. Das kann sein. Also, dass generell Dinge vorkommen können, bessere. Also auch hier so eine neue Krankheit haben wir quasi freigeschaltet. Oder, dass es einen Gossenerforscher gibt. Oder den Perk selbstsüchtig. Man schaltet also immer mehr Content quasi frei. Das ist interessant. Okay. Ja, Leute, also wie gesagt, wenn ihr das Game ausprobieren wollt und euch da auch reinfuchsen möchtet, schaut gerne in die Videobeschreibung, kommt ihr zum Epic Game Store, könnt ihr das Game euch gönnen und benutzt gerne meinen Creator Code Hand of Blood. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ich verabschiede mich. Tschüssikowski. Au revoir.